Tja, und das ist die Frage, die ich gerne an Erhard Schärfer weitergeben möchte, unserem Korrespondenten in der Hauptstadt. Erhard, vor dem Kanzleramt können wir erahnen, was drinnen abgeht. Anscheinend ist es noch nicht fertig, was man fertig haben möchte, oder? Nein, das ist überhaupt noch nicht fertig und es sieht auch nicht so aus, als wenn das heute noch gelingt, wenn wir heute nehmen als den Tag, der in einer guten Stunde zu Ende geht. Also ich habe vor einer guten halben Stunde die Gelegenheit gehabt, Bodo Ramelow zu treffen, den Ministerpräsidenten von Thüringen, der sich mal kurz die Beine vertreten hat und der hat gesagt, es ist doch eine ganz schön schwierige Angelegenheit, das Ganze, die regionalen Interessen machen es so schwierig im Moment. Es gibt halt unterschiedliche Interessen der Länder, sehr unterschiedlich. Er hat das an einem sehr schönen Beispiel deutlich gemacht. Er sagt, in Sachen der Biomasse, Thüringen setzt auch unter anderem auf Biomasse, da bin ich ganz nah bei Seehofer. Was die Netze angeht, bin ich ganz nah bei Bouffier und das zeigt so ein bisschen, wie die Gemengelage ist. Sehr viele verschiedene Interessen, sehr unterschiedliche Akzente, die da gesetzt worden, die sollen unter einen Hut und dann gibt es ja auch noch die verschiedenen Player, wie man heutzutage sagt, wie Bundestag, die Länder, aber es gibt natürlich auch die Wirtschaftsverbände und es gibt auch die EU, die ja ohnehin auch milde gestimmt werden soll, wenn man nicht das, was wir hier EEG-Umlage nennen, als Beihilfe oder möglicherweise als verkappte Förderung oder unzulässige Förderung eines Tages aberkannt werden will. Deswegen soll ja ab 2017 ein neues Modell gelten. Also das wird ein langer Tag. Es ist auch schon ein langer Tag, der um 16 Uhr begonnen hat mit dem Treffen der Chefs der Staatskanzleien aus allen Bundesländern, die schon beraten haben und geschaut haben, wie die Gemengelage ist und wo man möglicherweise zu Kompromissen kommen kann. Um 18 Uhr, kurz vor 18 Uhr, sind dann die Unionsländer zusammengekommen und auch die SPD-Länder gemeinsam mit Bodo Ramelow haben sie sich getroffen in der Landesvertretung Bremen. Und dann ist man um 19 Uhr hier gewesen. Nur um 19 Uhr hat das Ganze noch gar nicht angefangen, sondern erst mit einer guten Stunde Verspätung, weil eben tatsächlich noch einiges zu besprechen gewesen ist. Und jetzt harren wir der Dinge, ob hier in absehbarer Zeit sich was tut. Das war die eine Seite, das waren die Akteure, die hier zu einer Lösung kommen wollen, sollen mit der Bundeskanzlerin und mit dem Bundeswirtschaftsminister. Es hat aber auch Kritik gegeben im Vorfeld und Demonstrationen, Kundgebungen, Bilder, die wir eingefangen haben heute gegen 18 Uhr. Die können wir Ihnen kurz zuspielen. Ein Bündnis aus BUND, der Klimaallianz und anderen, die sich in Sachen Energiewende stark machen, Energiewende retten. Das ist ihr Motto und ihr Thema gewesen hier. Denn sie befürchten, dass die Beschlüsse, die hier heute oder heute Nacht noch fallen im Bundeskanzleramt, dass die dazu führen, dass die Energiewende doch nicht so vorankommt, wie sie es sich vorstellen. Es soll ja tatsächlich an einigen Stellen gekappt werden. Daher also hier eine kleine Kundgebung. Die Grünen waren auch vertreten und auch dabei, haben auch ihr Votum abgegeben. Sie sehen auch Photovoltaik und Windstromausbau in Gefahr. Nun wissen wir zwar noch gar nicht, was hier heute Abend und heute Nacht beschlossen wird, aber wie gesagt, die Grünen sind dann schon vorher schon mal auf die Barrikaden gegangen und ich hatte die Gelegenheit, Anton Hofreiter zu fragen, warum er eigentlich schon zu diesem frühen Zeitpunkt hier demonstriert, was er denn befürchte bei den Beschlüssen heute. Wir befürchten, dass, wenn man sich die Vorschläge der Bundesregierung anschaut, dass die Windenergie abgewürgt wird. Dabei ist die Windenergie einer der zentralen Träger der Energiewende. Die Windenergie hat eine hervorragende technologische Entwicklung durchgemacht die letzten 15 Jahre. Ist inzwischen einer der Billigmacher unserer Stromversorgung und ist auch noch emissionsfrei. Und deshalb machen wir uns große Sorgen angesichts der Vorschläge dieser Bundesregierung. Gleichwohl muss sich was ändern, weil die Förderkosten steigen zulasten vor allem der Verbraucher. Die EEG-Umlage ist mittlerweile bei 6,3 Cent pro Kilowattstunde. Was sind Ihre Vorschläge, um diesen Preisanstieg zu verhindern und trotzdem mit den Erneuerbaren im Geschäft zu bleiben? Unsere Vorschläge sind, dass man entsprechend den Kosten die EEG-Umlage absenkt, denn der technologische Fortschritt ist immer noch gut da. Und unsere Vorschläge sind insbesondere, dass man die Akteursvielfalt erhält, das heißt nicht allein auf Ausschreibung setzt. Nämlich die Erfahrungen in anderen Ländern haben gezeigt, dass die Ausschreibungen es am Ende wegen den vielen Zwischenschritten und den technokratischen Hürden, die dann notwendig sind, es teurer machen. Nämlich die Akteursvielfalt ist einer der Billigmacher. Je mehr Bürger und je mehr Kommunen dabei sind, desto kostengünstiger wird es am Ende. Ein Argument der Bundesregierung, warum man jetzt den Ausbau begrenzen will in bestimmten Bereichen auch, warum man Ausschreibungen machen will, ist der, dass die Netze überhaupt nicht ausreichen für das, was bereits jetzt schon an Ökostrom produziert wird. Wie bewerten Sie das?
Die Begründung ist erstmal ein Ausweis, weil die Bundesregierung versagt, muss sie beim Klimaschutz runter. Aber die Begründung ist auch noch falsch, weil nämlich als allererstes würde es die Windkraft im Süden erwischen. Und im Süden sind die Verbrauchszentren. Und deshalb ist das Argument auch noch in sich widersprüchlich, weil wir nicht genug Leitungen haben, um den Windstrom vom Norden in den Süden zu transportieren. Bauen wir jetzt keine Windkraftanlagen mehr im Süden? Was soll denn das Ganze? Dankeschön. Anton Hofreiter, der Vorsitzende der Bundestagsfraktion von Bündnis 90 Grünen, mit seiner Kritik an dem, was hier mutmaßlich beschlossen wird. Zwei Punkte sind ganz wesentlich für die Grünen. Zum einen sagen sie, wenn wir den Ausbau der erneuerbaren Energien zurückfahren in Deutschland, anders als es ursprünglich mal geplant und vereinbart war, dann ist das ein großes Risiko auch für die Klimaschutzziele, die die Bundesregierung ja immerhin im vergangenen Herbst in Paris mit unterschrieben hat. Dann werden wir das 2-Grad-Ziel, um das die Erde wärmer werden darf, auch mit Sicherheit nicht erreichen. Das ist der eine Punkt. Und der andere ist, dass Sie sagen, es gibt mittlerweile schon so viele Arbeitsplätze im Sektor der erneuerbaren Energien, dass davon dramatisch viele verloren gehen könnten. Vielleicht noch mal kurz auf den Punkt, worum es hier eigentlich geht heute Abend. Es soll ja umgestellt werden, die Förderung der erneuerbaren Energien. Bislang gibt es Festpreise für die, die Ökostrom anbieten. Ein Festpreis, der dann auch noch über 20 Jahre garantiert ist. Das heißt, es wird immer mehr Strom produziert, der gefördert wird. Das führt aber dazu, dass an der Strompreisbörse die Preise verfallen. Die Differenz aber zwischen diesem Börsenstrompreis und dem, was den Anbietern zugesagt worden ist, diese Differenz ist eben diese EEG-Umlage und die zahlen eben wir alle. Das soll geändert werden. Und deswegen will man hin zu Ausschreibungssystemen, das heißt für die Zubaumenge an Ökostrom, den es in den verschiedenen Bereichen geben soll, bei der Windkraft beispielsweise oder bei der Photovoltaik. Da soll es dann ganz klar definierte Mengen geben, Mengenbegrenzungen auch geben. Und für diesen Ausbau kann man sich dann bewerben, kann man sich in einer Ausschreibung beteiligen. Und der Anbieter, der dann das günstigste Angebot macht, der also am wenigsten Fördermittel braucht, der wird dann den Zuschlag bekommen. Und davon verhofft sich die Bundesregierung, insbesondere der Wirtschaftsminister, dann auch, dass die Kosten für die EEG-Umlage dann zumindest stabil gehalten werden, im Idealfall sogar zurückgehen. Aber das, wie gesagt, ist die erklärte Absicht. Und dazu soll ein Weg gefunden werden, denn das bedeutet, Abstriche zu machen. Und das bedeutet auch, Kompromisse und Zugeständnisse zu machen.